Sven Giegold. Ja, die Europäische Bankenunion ist eines der zentralen Themen dieses Gipfels. Und diese Bankenunion ist ein großes Versprechen, Banken in Zukunft konsequent zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass die Rechnungen in Zukunft nicht mehr von den Steuerzahlern bezahlt werden, wenn Banken sich verspekulieren oder unsolide Geschäfte machen, sondern eben in Zukunft von den Gläubigern dieser Banken. Und genau dieses Versprechen der Bankenunion ist derzeit in höchster Gefahr. Bei den Verhandlungen zur Abwicklungsrichtlinie hat der Rat eine Ausnahme hineingeschrieben, die jetzt so aussieht, dass wenn Sie die Subventionen an die Banken, Hilfen an die Banken vor dem eigentlichen Abwicklungsfall bezahlen, dann können Sie das unbegrenzt tun. Das heißt, das Ende der Bankenrettung soll eben nicht eingeläutet werden, sondern es wird ein Scheunentor von Ausnahme geschaffen. Das ist unakzeptabel und die Europäische Kommission verteidigt nicht ihren Vorschlag, sondern legitimiert sogar noch diese Ausnahmepolitik des Europäischen Rates. Das Gleiche geschieht derzeit beim Abwicklungssystem. Beim Abwicklungssystem deutet sich jetzt ein Kompromiss an, dass der gute Vorschlag der Europäischen Kommission gefährdet wird dadurch, dass man eben nicht für die Eurozone eine Abwicklungseinheit schafft, sondern beides. Das ist eine typische europäisch-bürokratische Lösung. Eine europäische Abwicklungseinrichtung und 18 nationale mindestens mal, die weiter bestehen sollen mit 18 Fonds, was dazu führen wird, dass die Entscheidungen nicht effizient getroffen werden und am Schluss wieder die Steuerzahler die Rechnung zahlen müssen. Das sind keine vernünftigen Lösungen. Deshalb muss man dem Rat zurufen, retten Sie die Bankenunion, statt sie jetzt durch neue Ausnahmetatbestände auszuhöhlen. Vielen Dank. Grazie Presidente, caro Ministro, la politica europea per i cosiddetti rifugiati è stata fino ad oggi sbagliata e fallimentare. I numeri in nostro possesso dei richiedenti asilo o comunque in fuga sono enormi e vanno ben oltre ogni capacità.